Die Todes. Wie hast du wieder dabei? So, also, was machen wir heute? Ah, ich hab Zitronensaft ins Auge gekriegt. Wir machen heute Erdnusshähnchen. Ach, das immer noch, das hört nicht auf. Was brauchen wir? Öl, 3 Esslöffel. 2 bis 3. Ja? Brühe, 15 bis 100 Milliliter. Müsst ihr euch abpassen. Erdnussbutter, Salz, Chili, Sojasauce. Der Saft einer halben Zitrone. 200 Milliliter Milch. Alternativ, wenn ihr es asiatischer wollt, könnt ihr auch Kokosmilch nehmen. Eine geschnittene Zwiebel. Und natürlich Hähnchenfleisch, das befindet sich da. Aber wir müssen ja erstmal anfangen. Das heißt, wir räumen mal den ganzen Rotz. Ach ja, ein bisschen Pfeffer. Kannst du auch antun, musst aber nicht. Nehmen wir eine Rotzmehl zur Seite. Muss schon loslegen. Ja, alles voller Kot hier. So, das erste, was wir machen, ist hier Ratte-Bums. Platte an. Können dann unser wunderschönes Rapsöl nehmen. Ja. Wunderbar, seht ihr dieses Öl? Unglaublich. War gut? Kann man nehmen? Das gleiche, glaube ich. So. Ja, aber jetzt wollen wir mal gucken, dass wir auch was tun. Also, als erstes, was kommt als erstes in die Pfanne? Logisch, so wie immer. Unser Chili, unsere kleinen Chili-Ringchen hier, die waren. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel Chili-Salz nehmen, das spart euch ein bisschen. Ich nehme daher, ich habe hier so getrocknete Chili-Ringe, die funktionieren gut. Und damit wir das Salz direkt auch schon mit drin haben, gehen wir das schon hier mit auf die Zwiebeln, so wie die Chilis. Und dann können wir das ganz entspannt in die hoffentlich mal heiße, doch nicht heiße. Gut, hätte ich mal vorher vorbereiten sollen. Das kommt dann als erstes in die Pfanne. Ach ja, für die Erdnussbutter brauchen wir noch einen Löffel. Oh, die ist noch gar nicht offen. Schlechter vorbereitet sein kann man auch nicht, glaube ich. So. Erdnussbutter ist mich frisch gekauft, weil ich esse eigentlich gar keine. Und ich selber esse ja auch sehr, eigentlich ungern das gar nicht. Aber wenn man Besuch hat, macht man doch auch gerne mal was Neues, was anderes. Und da wir ja hier in der experimentellen Kotkochstube sind, keine Ahnung, wie du es nennen willst, hier ist noch ein Kern drin. Wie du es nennen willst, kannst, musst, scheißegal. Es ist alles wunderschön. Und ja, alles klar. Wir sehen, das ist bei der Garaspel geht los. Unser Mix aus Zwiebeln, etwas Chili und natürlich schon enthalten Salz. Geht schon mal rein. Dann ganz wichtig, das Fleisch. Ich habe jetzt hier, was ihr gerade nicht sehen könnt, was eine gute Sache ist. Ich habe hier wunderschöne eingepackte Hähnchenbrustfilets. Während die Zwiebeln leicht langsam im Öl anschwitzen, das machen wir in aller Ruhe. Und ich kann jetzt hier bei meinem Hähnchenbrustfilet mal eben nebenbei noch ein klein bisschen lang gehen. Bisschen gucken, wo sind jetzt zum Beispiel noch so Fettanlagerungen oder so, die wir nicht dabei haben wollen. Die ziehe ich dann noch leicht ab. Ist ja schnell gemacht eigentlich. Ne? Das heißt, ich entferne hier noch hier und da einen kleinen Stücken. Zwiebel brauche ich sowieso ein Momentchen. Ja. In der Zeit könnt ihr euch angucken, wie die Zwiebeln sich in der Pfanne entspannt zurückziehen oder. Nehmt, wie ihr wollt, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Aber wir wollen ja auch, naja, ein bisschen Zeit totschlagen. Und außerdem, ich kenne euch Leute ja, gerade Leute, die bei YouTube Video gucken. Ich spult ja generell gerne öfter mal vor. Ihr seid Arschlöcher, das macht die Statistik kaputt. Aber da kann ich mit leben. Was mir ehrlich gesagt einfach scheißegal ist. Ich mache YouTube ja nicht für Klicks, sonst würde ich es ja nicht seit mittlerweile schon wieder 3 Jahren machen. Ohne gänzliches Ergebnis. So, unsere Hähnchen, Brustfilets dazulegen, Teller zur Seite. Nicht vergessen, immer wenn ihr was mit Fleisch macht, immer ordentlich Hände waschen. Vor allem mit unerträglich heißem Wasser und fettlösenden Spülmittel am besten.
Das Schlimme ist dabei eigentlich immer, dass man sich so die Pfoten verbrennt. Aber besser Pfoten verbrannt als Bakterien angegriffen. Ihr wisst, was du meinst. Jetzt, wo unser Hähnchen drin ist, können wir schon dafür sorgen, weil wir machen ja Hähnchen mit Erdnusssoße, das heißt, wir machen Reis. Ich mache die einfachste Reismethode, die man eigentlich haben kann. Der Reis kommt ganz einfach mit einem Mikrowellenbottich für eine Stunde bei 700 Grad. Da ist der Reis genau auf den Punkt durchgekocht. Beziehungsweise man lässt diesen Reis ja auch noch mal eine Minute stehen. Und da hat man eigentlich einen optimalen Grad erlangt, was das angeht. Derzeit können wir ein bisschen das Hähnchen stehen lassen. Und wenn das hier alles schon ein bisschen angespitzt ist, hier ist irgendwas dreckig. Ich habe hier irgendwo Dreck. Was ist denn hier für ein Dreck? Ich verstehe das nicht. Ich habe hier irgendwo Dreck am Boden. Ich weiß nicht, wo es herkommt oder was das ist, aber irgendwo ist hier Dreck. Ich habe hier irgendwo Dreck gehabt. Komisch. Merkwürdig. Kenne ich noch nicht. War da irgendwie so ein Rubi weg? Keine Ahnung. Also was ist? Irgendwo nicht. So, wollen wir gucken, dass wir uns hier mal ums Essen kümmern. Haben wir ja ordentlich Zwiebeln oder was, ne? Hähnchen können wir jetzt mal einmal drehen. Ostsee oder auch nicht. Ja, dann was wir hier. Kannst du ruhig noch mal ein bisschen was drüber drehen und wieder alles umwerfen. Auch gute Idee. Ich finde das alles schon mal angebraten haben. Grob. Richtig anständig anbraten. Es dauert jetzt noch so 2-3 Minuten. Ihr werdet euch wundern, es sind nachher wieder ein paar Schnitte drin, weil wir sparen uns dran so zwei. Na gut, riechen tut's, ne? Ist auch nur Zwiebeln und Fleisch, kann das nur noch schlecht riechen. Schlecken, oder so. Oder ich schneide es nicht und lasse den ganzen Dreck drin. Ist auch eine Möglichkeit. Ist auch eine Möglichkeit. Ich lasse den ganzen Scheiß drin. Kommt dann nachher da rein und das tut. Na, jetzt kommt der lustige Teil. Und jetzt gucken. Weil die Sache ist, Hähnchenbrustfilet, du denkst immer so, oh ja, das dauert ewig. Nein, ewig dauert nicht. Mal kurz, so, kann auch der Seite noch ein bisschen liegen. Und beim nächsten wunderschönen Dreherchen, was wir machen, können wir dann ablöschen und uns um die anderen kümmern. Nein, dann nicht. Nämlich eine andere. Ja, können wir uns um die anderen Kammern kümmern. Wir drehen das jetzt erstmal noch rum, ganz gespannt. Dieser Pfannenwender, was von sich gibt, ich hasse dieses Teil. Also du kannst nichts richtig drehen, weil das Ding wirklich sofort, ne? Müll. Absoluter Scheiß. Weißt du was, ne? So, Thema erledigt. Irgendwann macht es auch keinen Spaß mehr. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen unsere Brühe. Abwischen. Kommt auch schon Milch dazu. Wir haben ja gesagt, eine Tasse. Eine Tasse kommt so ungefähr hin, oder? Ja. Dann haben wir unsere Sojasauce, da kommt ein kleiner Spritzer, vorsichtig mit der Sojasauce, ganz wichtig, denn, okay, jetzt war es dann doch zu viel, ach, das ruckt so wieder Eis. Erdnussbutter ist jetzt die Frage, da gibt es ja so eine gute Frage, weil es gibt Erdnussbutter mit Mischstücken und welche mit ohne. Da ist die Frage, was ihr dann bevorzugt, ne? Und ich würde sagen, bei einer Erdnusssoße würde ich tippen auf 200 ml Milch haben. Ich tippe da auf 3 Teelöffel, das sollte ausreichend sein. Also ich habe jetzt welche ohne Stücke, weil, wie gesagt, ist ja eh nicht mein Fall in die Richtung, aber so sollte das hinkommen. So. Vorteil ist, dass man immer ein bisschen, alles angesagt, dass man immer ein bisschen rumdrucksen kann. Hier ist ein bisschen was schneller mit dem Lauf. Ruckzuck.
Was fehlt jetzt noch? Oh, ja, der Spritzer Zitrone ist natürlich auch ganz wichtig. Ne? Kerne schon entfernt. Einfach raus mit der Sulle. Der Saft von der halben Zitrone sollte vollkommen ausreichend sein. Dann gucken wir einmal. Gucken wir mal, was der Reis sagt. Der Reis sagt 12 Minuten. Wann kommt das hin? Diese Uhr ist totaler Scheiße. Es können auch 11 Minuten sein. Es können auch 11 Minuten sein. Das ist immer ein bisschen durcheinander. Also trinken wir. Ein bisschen blöd. Jetzt lassen wir damit mal ein bisschen Hitze kommen, bevor wir das anfangen durchzuholen. Meister? Glasflaschen, ey. Ja, können wir mal gucken hier. So, ist er auch schon, tut der Rotz. Jetzt habe ich den Löffel wieder weggetan, voll Hunk, ey. Hähnchen liegt ja schön in dieser ganzen dreckeligen Suppe da. Die Erdnussbutter wissen, glaube ich, die meisten eigentlich. Brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Ich glaube, die meisten wissen, dass Erdnussbutter schmilzt, wenn man es will. Ich glaube, interessant riechen tut's. Ja, es riecht interessant, könnte man sagen. Außerdem bin ich auch blöd, ich nehme auch einen Löffel und eine Soße durchführen. Weißt du, das ist kein Wunder, dass das hier so, wie man hier sieht, ne, so kleine, ups, die voll auf dem Fuß, so kleine, diese kleinen Brötchen entstehen, wenn man nicht aufpasst, dann nicht anständig durchrührt. Das riecht schon sehr nach Erdnuss, das ist jetzt eigentlich nichts, was mich beruhigt oder sowas, oder mir gefällt, aber okay, wird was aus. Man soll alles mal ausprobieren, am Ende schmeckt es vielleicht. Ich glaube natürlich nicht, dass es schmeckt, aber Versuch macht klug, sagt man ja. Guck mal hier, jetzt haben wir so die ganzen kleinen, weil ich halt unvorsichtig bei Klümpchen. Dann gut die weg. Dann wird ein Frickelei, ey. Ich weiß nicht, ob das schmeckt, aber bin ich ehrlich gesagt ein bisschen unschlüssig. Schmeckt nach Erdnuss. Ja, das schmeckt nach Erdnuss. Ich muss mal kurz hier ein bisschen was von den Spritzern von gerade wegmachen. Sonst verteile ich das in der ganzen Bude. Da wollen wir nicht. Ja, schmeckt nach Erdnuss. Ich weiß nicht, ich weiß, bei Erdnusssoße weiß ich nicht, was jetzt so geschmacklich fehlt. Das ist das Problem. Beziehungsweise, was da noch muss. Fehlt einem so ein bisschen, ja, also ein bisschen, ich habe so das Gefühl, da fehlt ein bisschen Salz. Das ist ein bisschen schwierig hier, gerade mit Erdnusssoße. Kann ich nicht so gut mit umgehen, kenne ich auch nicht. Ne? Also ist jetzt muss man da auch der Typ für sein, glaube ich. Ja, hat Salz gefehlt, das passt auf jeden Fall jetzt. Jetzt ja. Kann ich mal kurz, kannst du ja durchschneiden, dann geht es ein bisschen flotter. Stehen wir noch eine Stunde hier. Kann ich es ja einfach in der Mitte zerteilen. Dann geht das noch ein Tick flotter. Das Fleisch wird auch nicht lange brauchen. Werdet ihr euch wundern, wie schnell Fleisch doch durchgart. Mache ich ein paar kleine Stückchen raus. Mundgericht sind jetzt nicht unbedingt, aber sehen auf dem Teller am Ende dann ein Tick besser aus, glaube ich. Das können wir hier. Ja, da sind aber noch ein bisschen Rohstücke drin, macht aber nichts. Hatte jetzt noch ein bisschen Zeit, um vor sich hin zu dengeln. Das ist nicht das Problem. Ja, gut. Hähnchen, das ist wie ist ja nichts Professionelles hier, also muss ja nicht gut aussehen oder schmecken oder sowas in der Richtung. So, jetzt können wir das hier schön runterdrehen, ja, und lassen das hier ganz entspannt bei niedriger Temperatur vor sich hinballern und ja, jetzt warten wir mal ab,
das lassen wir jetzt auf niedrigster Stufe im Bürsten vor sieben köcheln, das ist falsch durch, hat Zeit. Die Kochrinne lassen wir zu Ende laufen, dann sehen wir uns beim Anrichten wieder. 15 Minuten schon wieder. Da, anrichten. Gucken wir doch mal, was wir für ein Elend gezaubert haben. So. Okay, also hier haben wir unser. Hier haben wir das. Ach ja, hier, ich habe ein schlichtes Eier gemacht. Ne? Quark, Honig, Zitronensaft, kleingemachte. Wie heißt die Dinger noch? Butterkekse, genau. Richten wir hier ein bisschen den Reis an. Muss nicht besonders schön sein, wir sind ja schließlich zu Hause, nicht im Restaurant. Machen wir hier. Immer hier die leicht flachere Keller. Unsere. Hähnchen, Brust, Filets, bisschen drauf machen, schön ordentlich von dem Süßchen dazu, wollen wir ja, ist ja ganz wichtig, ja, muss ja alles vorhanden sein. Ich habe allerdings das Gefühl, da fehlt ein bisschen Farbe, aber gut, dann gehen wir hier noch mal ein bisschen mit Teufel drüber. Und gegen das Problem der Farbe können wir am Tier auch noch was machen, weil uns hier ein bisschen Farbe fehlt, konnten wir mal eben. Ich habe hier noch ein klein bisschen Zitrone. Die stecken wir dann hier so ein. Wunderschön. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn vorgespult hat, am Arsch hängen. In diesem Sinne, sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr welches, ich kann mir entscheiden, seht.